I am the Jochen and this is the Frühsport für Sonntag, den 21. März 2021. Schönen guten Morgen. Wir haben heute ganz viel Wintersport nochmal und ganz viel Fußball nochmal und dann geht beides erstmal in eine mehr oder weniger lange Pause, aber wir beginnen mit ein paar Glückwünschen nach dem gestrigen Samstag oder für den gestrigen oder anlässlich des oder zum gestrigen Samstag, nehmt's wie ihr wollt. Wir gratulieren Jasper Stuyven. Der Radprofi hat nämlich das Rennen Milan-San Remo gewonnen. Das erste der fünf Monumente in diesem Jahr. Im Ziel also in San Remo war er derjenige, der vorne war. Glückwunsch dazu. Zweites Monument gibt es dann in 14 Tagen bei der Flandern-Rundfahrt. Ich werde wieder berichten. Dann gratulieren wir Frankreich. Die haben nämlich beim Six Nations der Rugby-Spieler mit dem letzten Spielzug im Duell gegen Wales das Ding gedreht. Die lagen 10 Minuten vor Schluss noch mit 10 Punkten hinten. Dann haben sie noch zwei gelegt und wirklich im letzten Zug das Ding noch rumgerissen und knapp gewonnen. Das führt dazu, dass die Six Nations noch nicht entschieden sind. Das war zwar der letzte Spieltag, aber ich hatte es gestern schon erwähnt, es gibt noch ein Nachholspiel, Frankreich gegen Schottland. Das war damals Corona-bedingt ausgefallen. Und ein bisschen schade, hätten die Franzosen das gewonnen damals gegen Schottland mit Bonuspunkt, dann hätten sie jetzt in dem Spiel gestern mit diesem allerletzten Spielzug das Turnier gewinnen können. Jetzt bleibt aber immer noch die Möglichkeit bestehen, die Franzosen können nämlich, die haben 5 Punkte Rückstand auf Wales in der Gesamttabelle, Wales spielt nicht mehr und Frankreich könnte eben dann am nächsten Freitag ist das gegen Schottland mit Bonuspunkt und Sieg das Ganze nach Punkten gleichziehen und hätten dann aufgrund des direkten Vergleichs gewonnen. Also Freitag fällt die Entscheidung beim Six Nations. Immerhin, da geht es Vincent noch um was. Wäre auch ein bisschen schade, wenn es dann ein bedeutungsloses Spiel gewesen wäre. Vielleicht gratulieren können wir Alexander Zverev. Der hat nämlich nach seinem Halbfinalsieg gegen Dominik Köpfer das Finale von Acapulco erreicht gegen Tsitsipas. Dieses Spiel fand jetzt statt gerade in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ist also schon rum, während ihr das hier hört. Und wie es ausgegangen ist, weiß ich noch nicht. Ihr vielleicht ja schon. Und wir können gratulieren den deutschen Snowboarderinnen. Und zwar gab es den Parallelslalom in Berchtesgaden. Und da ist Selina Jörg in ihrem letzten großen Einzelrennen der Karriere nochmal Zweite geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dritte Caro Langenhorst und Ramona Hofmeister hat den Gesamtweltcup dieser Saison gewonnen. Also da Grund zur Feier im deutschen Team. Und die können heute nochmal ran, denn um 9.30 Uhr gibt es nochmal einen Snowboard-Teamwettbewerb in Berchtesgaden. Dann wirklich aber auch zum Abschluss der gesamten Saison. Generell ist heute der letzte große Wintersporttag. Ich sagte ja schon, nächste Woche gibt es nochmal Skifliegen und gibt es noch so versprenkelt Kleinigkeiten. Aber der letzte große Tag, wo so von 9 bis 17 Uhr Wintersport läuft, ist heute. Und die nächsten Wochen ist dann wieder Samstagvormittag Zeit für Hausarbeiten oder Auto waschen oder was auch immer. Was haben wir diesmal zu bieten? Das erste ist komplett drauf, 8 Stunden lang von 9 bis 17 Uhr nochmal. Eurosport 1 und 2 feuern aus beiden Rohren. Und das Programm sieht so aus. Es gibt in Lenzerheide den letzten Riesenslalom der Frauen und auch den letzten Alpinwettbewerb der Frauen. Um 9 Uhr gibt es den ersten Lauf. Dann 9.30 Uhr, habe ich schon gesagt, Snowboard-Teamwettbewerb. Um 10.30 Uhr gibt es dann den Slalom der Männer mit dem ersten Lauf aus Lenzerheide. Und um 11 Uhr sind die nordischen Kombinierer nochmal dran in Klingenthal. Da springen sie. 12 Uhr Riesenslalom der Frauen, zweiter Lauf und Feierabend. Dann um 13 Uhr haben die Frauen ihren Massenstart in Östersund im Biathlon. Dann ist der auch Saisonschluss. Dann schließen die Alpinherren um 14 Uhr mit dem Slalomlauf Nummer 2 den Lenzerheide-Weltcup ab. 15 Uhr die nordische Kombination mit dem Langlauf in Klingenthal. 15.30 Uhr Biathlon-Massenstart der Männer. Das ist alles so eine lineare Strecke. Dazwischen gibt es dann noch zwei Sachen, die nicht auf Eurosport übertragen werden. Die gibt es aber auf sportschau.de und dann in der Zusammenfassung auf Eurosport Player gibt es das auch noch, genau. Und im ersten auch noch als Zusammenfassung. Und zwar um 13 Uhr Skispringen der Frauen in Nischni Tagil. Und um 14.15 Uhr gibt es noch Skicross aus Vesona, wahrscheinlich. Der letzten Skicross dieser Saison, auch das im Sportschau.de-Stream oder auf Eurosport Player. Und dann ist Wintersport fast rum. Fußball, auch da machen wir Pause und zwar für 2 Wochen. Da ist nämlich Länderspielzeit die nächsten beiden Wochen. WM-Qualifikation steht an und die U21-Europameisterschaft steht an. Also viel Reisemöglichkeit wieder für die Teams in diesen Tagen, wo die Inzidenzwerte nach oben schießen, überall.
Ob das so klug ist, werden wir hinterher sehen. Vielleicht ist das auch dann der letzte Fußballvereinsspieltag für längere Zeit, der jetzt stattfindet am Wochenende. Genießen wir ihn also nochmal. Und schauen wir mal die Ligen einfach nacheinander durch. Bundesliga, da gab es gestern und vorgestern Siege der Top 4 am Stück. Dortmund nur unentschieden. Die mussten ein bisschen abreißen lassen auf die Champions League Plätze. Lewandowski hat wieder dreimal getroffen, ist jetzt bei 35 Toren. Das heißt, es fehlen noch 5 auf den Gerd Müller-Rekord. Und die Gladbacher, die haben mal wieder gewonnen nach ihrer Niederlagenserie. Aber gut, sie haben in Schalke gespielt. Und da, oder auf Schalke. Da kann man dann auch mal gewinnen. Das heißt also, Schalke verliert erneut. Heute gibt es drei Spiele, die gar nicht so die allerhöchste Brisanz versprühen. Um 13:30 Uhr die Mainzer in Hoffenheim. Das ist Abstiegskampf natürlich. Auf der Zone live zu sehen. Noch ein Abstiegskandidat, nämlich Hertha BSC, spielt um 15:30 Uhr auf Sky gegen Leverkusen. Und um 18 Uhr gibt es das Spiel Freiburg gegen Augsburg. Das ist aber inzwischen ein Mittelfeldduell, wo ich sagen würde, da geht es für beide nach oben, nach unten nicht mehr allzu viel. Auch das auf Sky Bundesliga. Und zwischendrin feiern sie noch den 60. Geburtstag von Lothar Matthäus. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Die zweite Liga hat natürlich ein sehr, sehr, sehr brisantes Spiel heute anzubieten. Gestern gab es im Abstiegskampf eine Niederlage für Sandhausen und Braunschweig hat unentschieden gespielt gegen Darmstadt. Heute gucken wir auf die übrigen Teams aus der Abstiegszone. Der letzte aus Würzburg empfängt Regensburg. Die Osnabrücker, die sind 16., die spielen gegen St. Pauli. Und der 14., der erste FC Nürnberg, der muss antreten in Fürth zum großen Franken-Derby. Die besondere Brisanz, Fürth ist ja Dritter und möchte gerne aufsteigen. Jetzt hat der HSV gestern gewonnen, das heißt, die Fürther müssen nachziehen. Das dürfte also vielleicht sogar mal ein Einzelspiel wert sein auf Sky, aber nichts gegen die anderen beiden Partien. Wer will, kann gerne Konferenz schauen. Sky Bundesliga bietet da ja beide Optionen an. Dritte Liga. Da gab es gestern den Sieg von Ingolstadt und Rostock, die sogar vor Zuschauern spielen durften gegen Halle. An der Spitze. Dresden spielt erst morgen. Und im Abstiegskampf, da sind die großen Gewinner Magdeburg nach ihrem Sieg gegen Kaiserslautern. Da haben wir die Uerdinger, die haben nicht nur unter der Woche Meppen geschlagen, sondern jetzt auch Unterhaching. Und Duisburg hat gewonnen gegen Türkgücü. Die drei also vorneweg. Und Lübeck mit einem Unentschieden kommen die auch nicht weit von gestern. Jetzt gibt es heute um 13 Uhr Meppen gegen Bayern. Wer das verliert, der ist wieder richtig drin im Abstiegsrennen unten. Oder was ist wieder? Der ist dann richtig drin im Abstiegsrennen da unten. Und wir reden hier über Bayerns Zweite. Das ist ja immerhin der amtierende Meister noch in dieser Liga. 14 Uhr noch Wiesbaden in Zwickau. Aber auch da ist die ganz große Brisanz sicherlich raus. Ganz viel gespielt wird in Italien. Über den Tag verteilt die Top-Teams. 12:30 Uhr haben wir Atalanta. 15 Uhr Juventus und Lazio. 18 Uhr Milan. Die spielen in Florenz. Und um 20:45 Uhr treffen die Roma und Napoli im Topspiel direkt aufeinander. Alle Partien auf der Zone live zu sehen. In England gibt es ein fröhliches Hin und Her zwischen FA Cup und Premier League Nachholspielen. Da haben wir im FA Cup gestern schon die Halbfinalisten Southampton und Manchester City erlebt. Die haben sich durchsetzen können. Und heute gibt es das Ping-Pong-Spiel wie folgt. 14:30 Uhr im Pokal Chelsea gegen Sheffield. Dann um 16 Uhr aus der Liga. Der fünfte West Ham gegen Arsenal. Dann um 18 Uhr wieder Pokal mit dem Kracher Leicester gegen ManU. Das sind in der Liga der dritte und der zweite, die hier aufeinandertreffen. Und um 20:30 Uhr nochmal Liga mit Aston Villa gegen Tottenham. Das ist neunter gegen achter. Die Pokalspiele gibt es auf The Zone und die Ligaspiele gibt es auf Sky Sport. Spanien, da ist nur Liga angesagt. Gestern an der Spitze Real gewonnen und Sevilla unentschieden gespielt. Nur. Heute die anderen beiden um 18:30 Uhr Tabellenführer Atletico gegen Alavés, den Abstiegskandidaten. Das sollte ein souveräner Heimsieg werden. Und dann das Topspiel des Tages in Spanien um 21 Uhr Barcelona gegen Real Sociedad, Zweiter gegen Fünfter. Das um 21 Uhr auch die spanische Liga natürlich auf der Zone zu sehen, ebenso wie Frankreich. Da hat Monaco gestern schon vorgelegt. Und heute gibt es um 17 Uhr Lille, den Tabellenführer, gegen Abstiegskandidat aus Nîmes. Und das Topspiel am Abend heißt Dritter gegen Zweiter, 21 Uhr Lyon gegen Paris Saint-Germain. Das könnte nochmal ein schöner Abschluss dieses Fußballtages werden. DFB-Pokal der Frauen gibt es noch. Bayern und Wolfsburg sind dort gestern und vorgestern schon ins Halbfinale eingezogen. Heute die anderen beiden Viertelfinals: Freiburg gegen Potsdam und Andernach gegen Frankfurt. Meines Wissens aber nicht auf den üblichen Plattformen zu sehen. Wer weiß, wo das übertragen wird, schreibt es in die Kommentare bitte noch rein.
So, das war viel Wintersport, das war viel Fußball. Ein bisschen Kleinkram haben wir noch, und zwar Handball-Bundesliga. Da gibt es um 13:30 Uhr das Topspiel Dritter gegen Fünfter, nämlich Magdeburg gegen Berlin. Und drei Spiele um 16 Uhr noch, das alles auf Sky Sport. In der Deutschen Eishockey-Liga haben wir um 14:30 Uhr Straubing gegen Bremerhaven. Um 17 Uhr, das gibt es auch auf Sport 1, Berlin gegen Augsburg. Und um 19:30 Uhr dann noch Köln gegen Schwenningen, alle Spiele auf Magenta Sport. Die NHL gibt es auf DAZN um 18 Uhr Pittsburgh gegen New Jersey. Und dann haben wir noch zu guter Letzt den Basketball. Da gibt es dreimal Basketball-Bundesliga um 15 Uhr auf Magenta Sport, live auf Sport 1 auch um 15 Uhr Frankfurt gegen Berlin. Und um 18 Uhr gibt es auf Magenta auch das Topspiel dort, nämlich Crailsheim gegen die Bayern, Fünfter gegen Dritter. Und die NBA haben wir noch zweimal am Abend dann auf der Zone zu vernünftigen Zeiten laufen. Und zwar um 18 Uhr gibt es Miami gegen Indianapolis und um 20:30 Uhr dann Boston gegen Orlando. Kann man also noch einen Basketballabend sich draus machen, wenn man kein Interesse hat an den Fußballtopspielen. Und natürlich kann dieser Abend wie immer nur mit einem enden, nämlich mit Arndt Zeigler und der wunderbaren Welt des Fußballs 22:45 Uhr auf WDR. Das war's für heute. Ein Tag, der eine triste Nachricht gebracht hat, nämlich die Organisatoren von Tokio werden keine ausländischen Zuschauer zulassen. Damit ist dann auch mein Olympiatraum für dieses Jahr geplatzt. Ich hätte euch gerne von dort aus mit Informationen versorgt im Sommer, aber dann wird es wohl weiter von diesem Tisch hier aus sein. Kriegen wir auch irgendwie hin. Ich wünsche euch trotz allem einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Hoffentlich ist heute war das Wetter eigentlich viel zu gut, ne, um Sport zu gucken. Hoffentlich ist morgen schlechtes Wetter, weil es ist eben noch mal richtig was los den Tag über. Und dann darf es ja gerne ab nächste Woche wieder schöner werden, wenn in der Spielpause ist. Also macht was draus aus dem Tag, und wenn ihr Lust habt, wenn ihr Lust habt, gerne bis morgen früh wieder. Tschüss.